im Monumentenberg regnet es und ich hoffe, das hört auf, wenn es nächste Morgen. Nein, wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Monumentenberg, Nacht 33. Oh, auf einmal ist es ruhig. Scheint auch gehört zu haben. Monumentenberg 33. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu oft um 10er oder 100er Stellen vertue, wenn ich das nummeriere. Aber mittlerweile ist so die kritische Masse erreicht. Meine ganzen Sachen wieder. Ich muss mal wieder was, ich kann was machen. Mit anderen Worten, elendig verrecken und ganz viele wertvolle Sachen verlieren. So, oh, Lava. Was habe ich denn hier alles? Ich muss natürlich diesen Berg erkennen. Geht gar nicht anders. Ich lache mich kaputt, wenn ich jetzt hier eine Siedlung sehe von Staffel 2. Ganz in der Nähe so. Oh shit. Ja, das ist sehr interessant. Man kann auch deutlich auf der Karte erkennen, dass es anscheinend zu leer ist. Vielen kleinen Hügel. Super, ich bin dich. Nein, der explodiert nicht. Ich auf Karte? Ja, ich auf Karte. Ich glaube, diese Karte begrenzt meine Expeditionsvermögen gerade. Logischerweise ein bisschen. Ups. Wollte ich mal eine Loch hoch zur Höhle erforschen? Lieber nicht. So, mein Pferd hat das Laberfall verbringen. Den lasse ich einfach mal unten jetzt. Interessant. Ich muss auf jeden Fall für die Woche halten, wenn ich das so, das ist das. Ups. Ist meine Rüstung so? Ja. Ein paar Sachen hätte ich noch aus. Ja, schicke Höhle. Alleine kein Eisen an der Oberfläche. Uah, toppel, toppel. Ah! Ah! Wunderbar. Ups, wo. Scheint ein ziemlich kompliziertes Höhlensystem zu sein. Ups. Ja, das wird ein Schienensystem. Geht nichts drum rum. Ich werde meine 1000 Kilometer Schiene in eine Richtung verlegen. Ups. Na, ich habe nicht wirklich die Ausrüstung, fackeltechnisch, holzmäßig. Oder? Ja, Holz habe ich genug, ich könnte eigentlich rein. Aber ich will jetzt nicht. Ich will nur ein bisschen mehr Eisen haben. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich und das ist noch wie der Karte so aussieht. Ja, das ist das südliche Ende dieser Karte. Oh. Alles klar, reicht. Okay, eine sehr steile Wand.
Welche Richtung? Okay. Mal eben durch den Wald abgehen.